Hallo, heute erzähle ich euch was vom Ende des Deutschen Kaiserreiches. 1918 wussten die Deutschen, dass sie den Krieg verlieren werden. Doch die Seekriegsleitung erteilte am 24.10. einen Befehl für eine letzte Schlacht. Aber die Matrosen haben sich geweigert. Nach den Matrosenaufständen bildeten sich Soldatenräte. Der Reichskanzler Prinz Max von Baden gab die Abdankung des Kaisers bekannt. Der Kaiser floh ins Exil nach Holland. Philipp Scheidemann rief die Deutsche Republik aus. Gleichzeitig rief Karl Liebknecht die Sozialistische Republik aus. Am 11.11.1918 unterzeichnete Deutschland den Waffenstillstand von Compiègne. Nach dem Sturz der Monarchie gab es noch viele Aufstände. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen.